Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Elex. Zusammen mit meinen Gefährten begrüße ich euch an unserem Feuer. Aber es ist keine Zeit zum Ausruhen. Wir haben jede Menge Arbeit vor uns und dazu nehme ich den guten Falken mit. Natürlich. Weil bei mir ist gerade der Ton ausgefallen, das ist nie gut. Aber es scheint alles zu laufen. Wenn nicht, dann tut's mir leid. So, erstmal diesen Traktor. Komm mal. Da drüben! Endlich mal volles Pfund aufs Maul. So, das war einfach nur so ein bisschen Frust, weil mich diese Viecher schon ein paar Mal getötet haben. Ja, an die Banditen gehen wir jetzt noch nicht dran. Wir versuchen als allererstes mal diese Elex-Batterie zu finden. Ich denke einfach, das ist leichte Erfahrung, die wir machen können. Aber das ist schon lustig. Hier bei Falk werden alle Gegenstände, die er sucht, angezeigt. Obwohl jedes eine einzelne Quest ist. Ah nein, doch nicht. Sorry. Das ist alles in einem. Bist du dir sicher, dass wir dahin wollen? Wer von uns ist der ehemalige Alpkommandanten, wurde hier über diesem Gebiet abgeschossen? Du oder ich? Ich finde es nur seltsam, dass uns hier nur zwei Albe begegnet sind. Aber ich will mich nicht drüber beschweren. Gegenstand da, den werden wir uns auch noch irgendwann holen. Ich will auch versuchen, in dieser Folge noch mal ein Level aufzusteigen. Ihr könnt gern alle kommen, ihr verdammten Biester. Ich mache euch alle fertig. Natürlich muss so ein Vieh in der Nähe sein. Es wäre ja auch sonst zu leicht. So, wir halten natürlich auch Ausschau nach Mineralien. Das hier eine Blutspur ist, das gefällt mir gar nicht. Alter, was ist das für ein Vieh? Leicht verdiente Erfahrung, habe ich glaube ich gesagt, oder? Verdammt, ich muss hier ja nicht mal lang. Gut, hier ist auch nichts zum Abbauen. Oh Gott! Falk, lass uns abhauen, los! Hilfe! Die Frage, wie kommen wir da hoch? Mit dem Jetpack können wir das vergessen. Wir müssen irgendwie den Weg drumherum finden.
Wir haben das Klopapier. Ja, still. Aua! Stückchenweise geht's aufwärts. Okay, es war kein schlechter Versuch. Oh, verdammt. Wie du willst. Wir könnten es auch einfach hier versuchen, es doppelt einfacher. Dass das so ein Aufwand ist, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. So, und da oben wird es garantiert verstrahlt sein. Nein. Oh, bisher haben wir Glück. Aber hier sind auch keine Mineralien. Dafür ein Baum, der nicht richtig im Boden wächst. Schlamperei. Pure Schlamperei, was hier geleistet wurde. Das ist natürlich scherzhaft gemeint. Großartige Arbeit. Großartige Jungs. Großartige Deutsche. So. Ach du Scheiße. Da ist hier noch ein ganzes Stück, was wir hinter uns bringen müssen. Je, ich glaube nicht, dass das der Weg ist, den die Entwickler vorgesehen haben. Hätte es auch einen total einfachen, nicht umständlichen Weg gegeben. Ich werde hier warten. Das ist schön für dich, Falk. Jetzt wird's schwierig. Ich werde hier warten. Ach, ich hätte auch einfach da unten warten können. Das ist kein guter Start, den wir hier haben. Kein gutes Bild, das wir hier abgeben, Leute. Na, wenigstens sind wir noch hier oben. Dachte ich, da würde Elex liegen, das Blau da. War aber was anderes. So. Das wird jetzt der spannende Teil der Reise. Hehehehe.
Okay. Oh. Ich bin davon überzeugt, dass wir auf diesem Weg auch zum Ziel kommen. Keine Zeit auszuruhen, Jax, es geht weiter. Nur da hochkommen. Ja, ich hab's auch gesagt, wir schaffen es. Und die nächste Hürde auf dem Weg. Langsam kein gutes Gefühl mit dieser Batterie. Oh, Gott sei Dank, ich habe gehofft, dass wir hängen bleiben. Falk? Was geht? Aha, hier kann man lang. Natürlich auch, dass es einen ganz einfachen Weg hier hochgegeben hätte. Verdammt! Falk, dein Auftritt. Was tust du eigentlich? Irgendwie nicht vorstellen, dass es die Elix-Batterie ohne Widerstand gibt. Ohne richtig harten Widerstand. Ja! Jetzt muss ich doch von dem umgestürzten Baum nicht fertig machen. Das ist mein Kleider. Nein, das kann nicht mein Kleider sein. Das hier ist ja eine völlig andere Stelle. Ist das überhaupt ein Alpschiff? Oder ist das einfach ein Überrest der alten Zeit? Nein, es muss was Modernes sein. Es muss ein Alpschiff sein, wegen der Elex-Batterie. Wir sind gerade zur Stufe aufgestiegen, habe ich gesehen, oder? Wegen der Elektroteile. Ja.
Hier hast du eine Miniatur-Elex-Batterie. Eine herausragende Erfindung des neuen Zeitalters. Manch einer würde so einiges geben, um sich diese Energie einfach einzuverleiben. Dann runter damit. Ein Trank wäre mir lieber. In der Tat, ich bevorzuge Wasser. Ich habe persönlich keinerlei Interesse an Elex. Das höre ich nicht häufig. Wir Kleriker schwören auf die Reinheit. Ich habe es bloß einmal unwissentlich zu mir genommen. Und um ehrlich zu sein, hat es mir nicht viel gegeben. So, so. Ist das jetzt schon der zweite heruntergeschossene Halbjäger, der uns begegnet? Mal sehen, wo wir hier rauskommen. Ich suche eigentlich immer noch nach Mineralien. Moment. Na gut, gerade dachte ich, es wäre diese eine Stelle, wo dieses Vieh eben gegen uns gekämpft hat. Der Ort hier ist ein wenig besorgniserregend. Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch der Anfang. Das ist der Anfang. Wir wurden doch nicht hier abgespielt. Nein. Tatsächlich. Sind wir wirklich von hier aus nach Gul gelaufen? Okay, ich hätte echt gedacht, wir wären woanders. Wer auch immer hier früher gelebt hat, hatte wenig zu befürchten. Da bin ich mir nicht so sicher. Ha! Hätte nicht gedacht, dass wir irgendwie nochmal zu dem Anfang zurückkommen. Die Hoffnung, dass wir irgendwann mal reines Elex nochmal finden. Damit wir diesen Trank brauen können. Aber gut, spätestens wenn wir einen dieser Elex Vorkommen finden, sollten wir auch wieder reines Elex in Besitz nehmen können. Sind das Banditen? Nein, verlorene, verdammt. Auch nicht viel besser. Oh, verdammt. Ah.
Egal, wir haben die verdammte Batterien, sind ein Level aufgestiegen. Schön, dass wir wieder hier angekommen sind. So, gucken wir mal kurz, ob eines der Teile irgendwo in der Nähe ist. Raptorenrudel. Wer auch immer hier früher gelebt hat, hatte wenig zu befürchten. Na gut, in diese Richtung. Würde ich jetzt so nicht sagen, so wie die Überreste hier aussehen. Au, Alpgebiet. Ich sehe es schon. Natürlich landen wir direkt zu Füßen von so einem blöden Scheißvieh. Oh! Ach, jetzt sehe ich's. Nieder mit dir. Einen von denen werde ich fertig. Der Falk. Ich glaube, den einen Lernpunkt, den wir jetzt haben, investiere ich in die Gruppe. Alter. Gut, die greifen genau dann an, wenn ich angreifbar bin. Und die Angriffskombi hätte mir das Leben gekostet. Ich greife an! Hätte mich das Leben gekostet. Ja, schön für dich, Falk, dann greif doch an! Diese Türme haben mich schon immer fasziniert. Ich habe einmal gelesen, dass sie ein Wahrzeichen... Letzte Station. Nur noch eine Stunde. Mir wird keine Zeit bleiben, zurück zur Basis zu kommen. Auch zum Damm schaffe ich es nicht zurück. Bitte, bitte spring an!
Yay, Radio! Okay, zur Hochleistungs-CPU werde ich es wohl nicht schaffen mit diesem Kampfläufer. Die Alps sind ja auch immer noch stärker als ich. Die einzige beschissene Mine, weit und breit, muss ich natürlich landen. Bis ich Intelligenz hoch habe, wird es mir noch dauern. Diese Gruppe, Persönlichkeitslehrer. Wo haben wir denn einen Persönlichkeitslehrer? Ignoriere den Typ da, das ist ein Berserker in kleriger Kleidung. Scheint zu funktionieren. So, jetzt aufpassen, dass ich nicht wieder was klaue. Bring mir etwas bei. Natürlich. So, wir haben denn die Gruppe, da ist sie. Auch schade. Ich will Handel. Immer noch nicht gut genug. Sieh dich nur um. So, das, was ich aktuell kaufen kann, ist alles schwächer. Den ganzen Kram da brauche ich nicht. Eines Elex hast du nicht zufällig, oder? Na, schade. Das fällt mir aber gerade noch was ein. So, Kaltrim. Ich merke sofort, wenn jemand schleicht. Der Typ am Mana-Schrein. Der hat doch bestimmt reines Elixir nicht.
Zeig mir deine Ware. Sicher. Reines Elex, ja. Mir fällt jetzt auch gerade ein, wo ich vielleicht eine Werkbank finde. Nämlich bei den Schmieden. Klau hier ja nichts. Ach so, was machst du da? Wenn du was klaust, stirbst du. Ja, halt die Klammer, ich wollte nur raus. Ja, so viel dazu. Höchstens noch da oben. Da komme ich in Hütte, wo die Lehrlinge arbeiten. Deine Technik lieber stecken, sonst passiert noch jemandem etwas. Halt die Klappe. Ich will jetzt meinen Elex-Trank genießen. Ja. Warte mal, wo habe ich den anderen starken Elex-Trank her? Ah, ich will mich nicht drüber beschweren. 2 Lärmpunkte, geil! Ich brauche sofort einen Lehrer. Lass das lieber bleiben. Ein Überlebens- und ein Kampflehrer. Ich glaube, das wäre jetzt mal eine gute Investition. Erstmal, was der im Angebot hat. Bring mir etwas bei. Ja. Tiertrophäen. So. Extra Hitpoints. Gut. Und mehr Ausdauer. Ich mach die Tiertrophäen hoch. Dann bekomme ich davon mehr Geld, dann kann ich mir davon mehr kaufen und dann kann ich auch die Ausdauer erhöhen. So Leute, das war's dann mit dieser Folge. So viel dazu, eine Kampffähigkeit, eine Überlebensfähigkeit. Ja, es hat sich gerade so angeboten. Kann ich nichts dafür. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann bin ich mal gespannt, was auf uns wartet. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Ciao.